Hi, willkommen zu einer neuen Folge Wulong. Ja, wir haben in der letzten Folge was Cooles aufgegabelt. Habe ich jetzt gesehen. Wir haben so zwei, ja, ich will es nicht Speere nennen, weil die so kurz sind. Aber die sind ganz cool. Vor allem, ich tue ja, wenn man hier meine Stats sehen. Also ich lege Wert auf die ersten drei, also auf die Holz, Feuer und Erdkraft. Mental und Wasserkraft finde ich für meine Waffen, die ich so benutze, gar nicht mal so wichtig. Und diese Speere skalieren genau mit diesen drei Werten, die ich levele. Das ist eigentlich die perfekte Waffe für mich. Jetzt muss ich die nur noch lernen. So, dann machen wir weiter. Gut, dass ich den Part letzte Folge an dieser Stelle beendet habe, sonst hätte ich den da oben übersehen. So, und hier scheint ein etwas dickerer Gegner zu sein, weil das eine Standarte. Das bist du, ne? Ja. Kann ich mich an dich anschleichen? Ohne dass der andere mich sieht? Ah, das ist ein Bogenschütze! We must take down their leader to gain control of the situation. Let us go together. My ally. That was quite the mighty blow. Even I would not wish to be in the path of that. That said, we will be able to turn it against them. Ja, die sind beide nicht so ganz unschwach. Was ich natürlich jetzt mit dieser Waffe verliere, ist meine Reichweite. Das mag ich an der Waffe hier eigentlich ganz gerne. So, und wo ist der Bogenschütze? Da ist er. Ah, er kommt runter, okay. So, das ist auch der Anfang des Gebiets, wo ich erst abgebogen bin. Das ist eigentlich ganz praktisch. Kann ich hier auf den Dächern. Ja, da liegt noch was. Pfeile. Was ist das da hinten? Ja, da komme ich so hin. Da liegt irgendwas. Ah, hier kann man so eine Standarte aufstellen. Das habe ich gar nicht gesehen. Das ist eine der kleinen. Ich habe bisher eigentlich nur die großen entdeckt. Okay. Und das ist auch eine Heilung dann, wenn man diese kleinen aufstellt. So, komme ich darauf? Von hier wahrscheinlich, ne? Da oben war, glaube ich, auch noch was. Okay, man muss sich ein bisschen genauer umsehen. Das ist von den Bogenschützen. Und ganz am Anfang des Gebiets war auch ein Shortcut. Den habe ich auch noch nicht entdeckt. Erstmal tun wir das hier jetzt hissen. So. Und da war jetzt. Jetzt bin ich auf 8 auch. Da wir da überall waren. Moment, ist da was? Hier war ich noch nicht drin, ne? Rang 1 Stahl. Okay. Das. So. Verstärkungen. Was sind Verstärkungen? Beschwöre ein NPC oder rekrutiere Verbündete für Hilfe auf dem Schlachtfeld. Okay. Ah, okay. Wenn jetzt mein NPC sterben würden, kann ich ihn hier wiederbeleben, oder was? Okay. Ja, wir pumpen das Denk oder machen wir Leben hoch? Unsere Glyphe geht halt hoch. Nee, das kann nicht sein. Ich habe jetzt. Ja, ich habe diese komischen kleinen Dinger auf den zweiten Slot.
Geht bei beiden hoch. Ja, okay, dann machen wir das hoch. Wenn es bei beiden gleich viel steigt, dann macht natürlich der Gesundheit Level Up mehr Sinn. Hey! Du kleiner Bastard! Ey, du musst echt um jede Ecke rumgucken, ne? Oh, die stehen auf. Boom, kaputt seid ihr. Wurfmesser, okay, okay, okay. Da komme ich wahrscheinlich nicht hoch, ne? Ne, 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 das schaffe ich nicht. Okay, wenn du schon sowas sagst. Ja, da ist einer. An den schleichen wir uns mal an. Hä? Wieso? What the fuck? Du Kleine! Ich sag's mal nicht. Ist ein böses Wort, nämlich. Ist hinter mir einer? Nö. Wir gehen mal erstmal in die andere Richtung, weil da diese ganzen Standarten-Dinger sind. Komm runter! Ah, okay. Dann nicht. Da oben ist noch einer. Okay, hier gibt es wieder eine Markierung. Und hier habe ich einen Überblick übers Dorf. Wenn irgendwo was funkelt, habe ich nämlich was liegen gelassen. Das sieht nicht so aus, ne? Alles klar. Weiter geht's. 4 von 7, 2 von 5. Ja, die Hälfte haben wir, würde ich sagen. Oh, das ist Level 16. Kann man 2 gleichzeitig machen? Nein, kann man nicht. Da oben wirft einer. Da war, glaube ich, noch nicht der Typ, den ich erledigen soll, dabei. Ah, hier ist der Shortcut. Ah, jetzt geht's auf einmal, ne? Ja, okay. Ich suche da jetzt nicht explizit nach. Was haben wir hier denn? Okay, er sagt was von Rückzug. Wir gehen mal hier lang zuerst. What? We will have to make a stand. Sind wir beim Boss? Was zum Teufel? This foe may pose us a challenge. Be sure to keep your guard up. Wer ist ein dicker Affe? Ja, okay. Ja, okay, der ist Rang 10.
Okay, ja, dann holen wir uns das andere Standarte-Ding. Das ist ein besseres Bonfire. Und dann machen wir mal den anderen Weg zuerst. Das lässt mich wahrscheinlich in Startarte-Rang aufsteigen. Ich habe den Holzspinner vergessen. So, weg mit euch beiden. So, wir haben den Shortcut hier aufgemacht. Er macht jetzt nicht so einen riesen Unterschied, wie ich finde, aber... Ja, dann haben wir diese nervige Holzpassage nicht, ne? Ah, schade. Ich habe gedacht, ich könnte mich anschleichen. So, und der andere ist da unten, ne? Ah, das ist cool. Dann merkt er mich nicht. Okay, dann finde ich den Punkt doch wesentlich besser. Die lasse ich mal in Ruhe, oder? Ja, nicht, dass die hier hinkommen. Das ist der Holztyp. So, bam! Aber man kann auch selber diese Holzdinger benutzen. Okay, jetzt gehen wir mal hier oben hin. Das sah nach einem Zwischengegner aus. Ich kann mir ja mal den vom Weiten angucken, wenn das geht. Kann man hier einen Shortcut machen? Das sieht nicht so aus. Der hat auf jeden Fall bewacht, der eine Standarte. Und der ist 14. Ja, versuchen wir mal. Was? Kann er da runter? Schießen. Okay, der ist weg. Ich habe keine Pfeile mehr. Kann ich nicht schießen? Ah, jetzt bist du hier unten. Okay. Let us push forward. Ja. Ja, ich habe meinen Kompanien in Stich gelassen, aber ich wurde bombardiert. Ja, dann nehme ich aber auf jeden Fall die Kills hier mit. Ah, das lässt mich gar nicht auf Rang 10 steigen. Okay, dann muss ich das nicht machen. Ja, jetzt ist er 15, weil er mich gekillt hat. Lock den mal hier hin. Weg von den Fackenschmeißern.
Okay, das killt mich instant. Ich will diese scheiß Fahne da haben. Diese Fackelschmeißer machen das ein bisschen nervig. Weil wenn du dich auf ihn konzentrieren könntest, wäre das wesentlich einfacher. Aber nein, da müssen dumme Schmeißertypen sein. Theoretisch könnte ich auch 10.000 Pfeile mir kaufen, oder? Ja, wenn ich jetzt nochmal sterbe, mache ich das. So, du da, komm her. Okay, ich habe ihn doch ein bisschen unterschätzt. Er hält wesentlich mehr aus. Aber... Vorräte? Das ist eine Geldsache, Pfeile, ne? Ich kann nur 10 Pfeile gleichzeitig haben. Oh. Das ist natürlich was anderes. Oder? Ja, ich... Was hat diese 10 zu bedeuten? Es ist ziemlich teuer, ne? Er verbraucht mein ganzes Geld. Ne, das lassen wir. Dann schieße ich den doch nicht. Ich hab zurzeit keine Pfeile. Ja, diese Typen da oben, die nerven halt. Ja, der Boss hat Moralrang 10. Ich denke mal, dann lege ich mich doch zuerst mit denen an. Ich wollte mir jetzt den Boss ein bisschen leichter machen, weil ich da eine Fahne hätte kriegen können. Aber das scheint ein bisschen schwerer zu sein. Vielleicht gibt es hier auch eine Fahne dann, dass ich das einfacher hinkriege. Mal abwarten! Und das hat weh getan. Ich sag mal so, wenn meine Ausdauer alle ist, während er den Dropkick macht, dann habe ich schlechte Karten. Ich kann hier einfach easy hinlaufen. Das gefällt mir. Kein nerviges Gegner umklatschen. Ja, es tut weh. Ja. Du musst diesen Dropkick parieren. Komm, mach.
Okay. Man muss den Dropkick parieren. Dann geht nämlich seine Willensleiste richtig krass nach oben. Wo will ich denn hin? Gegen den darf ich, glaube ich, nicht so viel wollen. Ja, perfekt. Bin wieder zu gierig geworden. Komm, mach deinen Dropkick! Ja, perfekt! So, jetzt können wir ihm einen Special Move geben. Er ist bei Hälfte, aber ich bin so gut wie tot. Das ist das Problem. Sehr gut. Ja. Parieren. Gar nicht so viele Kombos machen. Parieren, geben. Und welche Waffe ist stärker? 137, 143. Ja, die kleine Waffe ist stärker. Aber ich probiere mal die große auf, weil die mehr Reichweite hat. So groß ist der Unterschied nicht. Außerdem ist der Willensangriff von der, glaube ich, besser gegen ihn. So. Scheiße. Eingeben. Parieren verkackt. So, eingegeben. Dann können wir ihm den Special Move geben. Und dann müssen wir weg von ihm. Ja, und dann muss ich ihm sofort den Willensangriff geben. Dann ist er gestunt. So, wieder gestunt und BAM! Einen Heiltrank habe ich noch. Sehr gut.
Ja? Bist du dumm? Ja! Okay, ich komme langsam dahinter, wie das Spiel funktioniert. Das Parieren ist halt absolut overpowered und zwingend notwendig. You fought well, my friend. That was a sight to behold. I cannot understand how one as strong as you could have gone unnoticed. Your force was like that of a dragon soaring heavenward. My companion wore a smile as he departed this life, falling on the field of battle. I was unsure of what I ought to do to protect those dear to me. But you, a warrior as valiant as a dragon, have shown me the way. I, Zhao Yun, shall pierce through the darkness, enveloping our age. An army of 100,000 might stand in my way, but it would matter not. For like a majestic Qilin, I shall carve out a road to peace. Forward. We will retake the mountain and avenge the fallen. Du hast Qilin Jade durch einen Eidschwur erhalten. Ah, das ist sowas ähnliches wie in Neo, ne? Diese komischen Geister, die man hat. Gottbestie beschwören. Dreieck plus Kreis, wenn die Gottbestienanzeige voll ist. Beschwöre deine Gottbestie und entfessle ihre mächtigen Fähigkeiten. Jede Gottbestie hat andere Fähigkeit. Beschwöre Gottbestien können nicht durch die fünf Wandlungsphasen-Affinitäten neutralisiert werden. Gottbestienresonanz 4 plus X, wenn die Gottbestienanzeige voll ist. Aktivierst du die Gottbestienresonanz, beschwörst du eine Gottbestie, die dich und deine Verbündeten unterstützt. Jede Gottbestie gewährt andere Effekte. Gottbestienresonanz kann nicht durch die fünf... Ja, okay. Ist jetzt hier bei den Affen... Ja, da ist jetzt eine Standarte, die ich aufstellen kann. Die bringt mich auf Stufe 11. Da geht's nicht weiter. Da geht's weiter. Moment, ich wollte das mir mit der Gottbestie angucken. Gottbestie, wo haben wir das denn? Unter Verstärkung bestimmt. Nein, okay. Kampfvorbereitungen? Ah, da, Gottbestie auswählen. Qilin. Gunst der Gottbestie. Beschwöre den Qilin, um von dir mehrere Steinsäulen zu erschaffen. Die Anzahl der Säulen steigt, wenn dein Moralrang 10 oder höher ist. Kann nicht durch die 5 Wandlungsphasen neutralisiert werden. Aha. Okay, der macht so komische Steinsäulen. Alles klar, Leute, dann würde ich mal sagen, beenden wir die Folge hier. Ja, cooler Boss, muss ich sagen. Hat mir sehr gefallen. Bis zum nächsten Mal und ciao.